Klaus-Werner Lauber und ich konnte nachweisen, dass eine Tochterfirma des Bayer-Konzerns jahrelang den größten Krieg in der Welt in der Demokratischen Republik Kongo mitfinanziert hat. Ich bin Nicole Althaus, ich komme aus der Schweiz und ich habe für das Nachrichtenmagazin Facts eine Geschichte geschrieben als verdeckte Recherche im Beichtstuhl. Mein Name ist Gerhard Grumschwoder, ich bin investigativer Reporter, habe verschiedene Rollenreportagen gemacht, unter anderem war ich als Türke unterwegs. Ich bin Volker Lilienthal, verantwortlicher Redakteur beim Frankfurter Fachdienst EPD Medien. Im Jahre 2005 habe ich den Marienhof-Schleichwerbeskandal bei der ARD und bei der Bavaria Film aufgedeckt. Ich bin Helmut Graf, ich habe Volker Lilienthal in seinen Schleichwerbeverfahren vertreten. Klaus-Werner Lobo führt einen Kreuzzug gegen Ungerechtigkeit und die Macht von Großunternehmen. Der Österreicher wurde bei der Recherche im Kongo fast erschossen. Dabei hatte alles im Internet angefangen. Klaus-Werner Lobo wollte wissen, was ist der wirkliche Grund für den Kongo-Krieg, bei dem bis heute 5 Millionen Menschen umgekommen sind. Wie finanzieren die Rebellen ihre tödlichen Waffen? Erster Hinweis, ein Bericht der Vereinten Nationen. Ich habe damals erfahren, dass die UNO vermutet, dass dieser Krieg im Kongo vor allem um ein Material geht namens Tantal. Das ist ein Material, das man für Handys verwendet. Und dass der Krieg für den Zugang zu den Tantal-Rohstoffminen geführt wird und der Waffenhandel auch mit den Einnahmen daraus finanziert wird. Und ich habe dann angerufen bei der Presseabteilung des Bayer-Konzerns, weil ich erfahren habe, dass eine Tochterfirma von Bayer der größte Verarbeiter dieses Materials in der Welt ist. Und haben sie gefragt, woher bezieht ihr das? Und die haben mir das nicht gesagt und musste dann selbst Rohstoffhändler werden. Und das dauert 5 Minuten. Also Rohstoffhändler kann man heute in 5 Minuten werden. Man kann sich nämlich im Internet auf Webmail-Seiten eine neue Identität zulegen. Und das habe ich gemacht und habe gesagt, ich bin illegaler Rohstoffhändler. Ich stehe in engem Kontakt mit den Rebellen im Kongo und deswegen kann ich Tantal sehr billig anbieten am Weltmarkt und habe das dann dem Bayer-Konzern angeboten. Wobei hatten Sie Angst? Wegen diesem ersten Teil der Recherche gar nicht, weil das war im Internet. Und im zweiten Teil bin ich dann selbst über Ruanda in den von Rebellen besetzten Teil im Kongo eingereist. Und dort hatte ich sehr wohl Angst. Das war Kriegsfront, das sind Kindersoldaten, die sind zum Teil unter Drogen, die sind unberechenbar. Also es ist auch kein Gebiet, wo man gerne Urlaub macht. Was ist die Bedeutung des investigativen Journalismus? Ich finde es erstens einmal eine sehr, sehr schöne Art von Journalismus, also investigativ. Das heißt eben, dass man nachforscht, dass man nicht einfach nur Informationen nimmt und mehr oder weniger unkritisch wiedergibt, sondern dass man sich selbst an ein interessantes Thema dahinter klemmt. Ein Tabu gebrochen hat Nicole Althaus. In einem katholischen Land, nach einer konservativen Erziehung, ging sie nach langer Zeit wieder zur Beichte. Nur um darüber zu berichten. Sie hatte Angst, weil eine Beichte vertraulich ist. Prompt folgte eine Rüge vom Presserat, obwohl der Pastor anonym blieb. Es ging mir darum, den Beichtvater zu konfrontieren mit den Fragen, die eine Frau hat, also zum Beispiel nicht verheiratet, 2 Kinder, beide sind nicht getauft. Wie reagiert er darauf? Wie reagiere aber auch ich darauf? Wobei hatten Sie Angst? Ich muss sagen, ich habe es erst im zweiten Anlauf gemacht. Ich bin also da zur Kirche hochgefahren und habe auf dem Absatz kehrt gemacht und habe gedacht, nee, das geht nicht, ich kann das nicht. Ich kann da nicht reingehen und beichten und so tun, als ob es ernst ist und dann das einfach so beschreiben. Wann ist verdeckte Recherche angemessen? Ich denke, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Also wenn man an einem Thema dran ist und das Gefühl hat, da gibt es was zu sagen, das auch andere Menschen interessieren könnte, und man kommt an die Information nicht dran, auf einen anderen Weg, dann finde ich, ist es durchaus legitim. Wie steht es um den investigativen Journalismus? Heutzutage ist es leider wirklich so, dass die verdeckte Recherche nicht mehr einen wahnsinnig großen Raum bekommt im Journalismus. Und zwar einfach, weil das natürlich, wenn man Missstände aufdecken will, sehr teuer ist. Es wird kein Journalist mehr über Monate oder manchmal auch nur Wochen freigestellt, um verdeckt irgendetwas Missstände aufzuzeigen. Bereits in den 80er Jahren war Gerhard Krumschwoder undercover unterwegs. In Deutschland ist er der Pionier der verdeckten Recherche, noch vor Günter Wallraff. Krumschwoder musste dafür jahrelang untertauchen, auch seine Familie verstecken.
Bei Neonazis, beim deutschen Ku Klux Klan oder als Ladendieb im Kaufhaus deckte er Brutalität und Unmenschlichkeit auf. Damals gab ihm der Stern ein großes Budget. Heute will keine Redaktion mehr zahlen. Das Wichtigste an der investigativen Recherche ist für mich, dass es die Möglichkeit gibt, durch eigene Recherchen, auch durch verdeckte Recherchen, etwas von dem zu erfahren, was möglicherweise am nächsten an die Wahrheit kommt. Wann ist verdeckte Recherche angemessen? Auf jeden Fall in Bereichen, die sich nach außen hin abschotten und mit Informationen geizen. Das gilt für die Neonazi-Szene und auch für bestimmte Bereiche der Wirtschaft. Wobei hatten Sie Angst? Angst ist auch ganz wichtig, weil es kann dich davon abhalten, unüberlegte Dinge zu machen. Am meisten Angst hatte ich mal in Wien, wo Skinheads mich erkannt haben und ich mit Mühe und Not aus dem Lokal rauskam, das leider keinen rückwärtigen Ausgang hatte. Was sollten Undercover-Journalisten beachten? Sie sollten darauf achten, dass sie in der Gruppe, in die sie sich einschleichen, nicht auffallen, dass sie authentisch berichten, das, was sie erleben, und ihren Rückzug absichern. Wie steht es um den investigativen Journalismus? Es gibt Blätter, die sich Journalisten dieser Art leisten. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass der investigative Journalismus im Moment zumindest etwas auf dem Rückzug ist.